Na du. Morgen, ihr Lieben, ein kurzes Video aus unserem Urlaub. Als letztes hattet ihr ja die paar Fotos gesehen von der Baustelle, wo wir auch gesagt haben, dass wir uns eine kleine Auszeit nehmen. Ja, da sind wir jetzt. Wir sind in Kappadokien, in der Türkei. Und wie ihr seht, ist das unser Reise-Setup, unser aktuelles. Wir haben uns ein Dachzelt gekauft, eine Markise. Aufs Dachzelt haben wir ein Solarpanel montiert, wir haben einen Lithium-Akku dabei, eine Kompressor-Kühlbox. Das ist unser kleines Reisemobil für die zukünftigen Kurzurlaube. Und wie das alles aussieht und wie das funktioniert, zeigt euch jetzt die Leni. Hallo? Hallo! Willkommen in unserem neuen Dachzelt. Also wir haben hier eins, zwei, drei, vier Öffnungen, unsere Fenster sozusagen. Also die kann man aufmachen und dann ist noch immer ein Gitter vorhanden. Das heißt, wenn es dunkel ist, können weder Insekten rein, noch sonst irgendwelche Krabbelfiecher. Ja, dann haben wir hier einmal ein Staufach mit zwei Fächern. Da tun wir hauptsächlich unser Gewand dann rein am Abend. Da haben wir noch ein ganz kleines Staufach. Man hat so rundherum hier einen Klettverschluss. Das heißt, man kann das flexibel überall hingeben, wo man möchte. Genau, dann kann ich euch mal das demonstrieren, wie man das aufmacht, zum Beispiel hier in der Ecke, im Fenster. Ja, dass man natürlich rein und raus kann. Eine Leiter. Und dann haben wir auch noch so ein Fach. Kann man hier anknipsen, da kommen dann unsere Schuhe rein oder diverse Sachen. Das ist die Ansicht von hinten. Wir haben jeweils zwei Schnallen vorn, zwei hinten. Zwei davon sind mit Schlössern, zwei davon nur mit Clips. Hier geht das Kabel hoch fürs Solarpanel. Es ist ein 205 Watt Solarpanel. Das Kabel geht hier rein. Das haben wir momentan so gelöst, ist aber kein Problem. Wenn das Dachzelt zusammengefahren ist, schiebe ich das Kabel rein in den Kofferraum und dann haben wir drin einen 12 Volt Lithium Akku mit 100 Amperestunden, also 1,3 Kilowattstunden ungefähr. Ja, hier ist unsere Kompressorkühlbox. Dahinter ist der Akku mit dem Solarladeregler. So, hier ist unsere Markise. Die bauen wir jetzt einmal auf. Die Sonne wird eh schon stärker. Es wird warm, damit wir ein bisschen Schatten haben. So, die Markise ist aufgebaut. Ich schätze, es hat ungefähr eine Minute gedauert. Es geht sehr einfach und es ist wirklich praktisch. Wir haben mittlerweile jetzt einen Schatten. Die Sonne blendet nicht. Und es wäre dann auch ein Regenschutz, falls es regnet. Übrigens noch zum Dachzelt. Es ist wirklich eine wasserdichte Membran. Deshalb ist es von innen auch so glänzend. Man muss ein bisschen mit Kondenswasser aufpassen. Aber dafür ist natürlich Regen kein Problem. Das ist immer ein Kompromiss, ob man jetzt etwas Atmungsaktives möchte oder etwas Wasserdichtes. Mir war wasserdicht wichtiger, weil ich möchte auch im Regen zelten können und ich möchte das einfach schließen können und weiterfahren,
ohne dass ich das dann auszocknen muss, wenn es nicht mehr regnet. Für das alles haben wir ja keine Zeit im Urlaub. Wir möchten ja Urlaub machen und nicht Zelt zocknen. Also bis jetzt haben wir sehr gut darin geschlafen. Die Matratze ist genau richtig, nicht zu hart, nicht zu weich. Also sie ist nicht zu weich, das war wichtig, weil wenn man dann durchliegt, dann ist es erst wieder hart. Genau. Ja, das war die zweite Nacht heute. Es war alles wunderbar. Wir gewöhnen uns natürlich etwas dran. Das passt für uns. Es ist natürlich etwas anders wie in einem wie im Iveco, wo das Ganze geschlossen ist und man ein bisschen mehr Lärmschutz hat, aber da müssen wir halt besser aufpassen, wo wir sich hinstellen. Und ja, es ist alles ein bisschen anders, aber gut anders. Es ist auf alle Fälle luxuriöser als normales Zelten, weil da muss man schauen, ob das unten so eben ist. Hier ist oben immer alles gerade, vorausgesetzt das Auto steht gerade. Man muss keine Isomatten machen. Das Bett ist immer gemacht. Sobald man das Zelt hochfährt, ist das Bett quasi fertig und man kann sich schon reinlegen. Es ist wirklich praktisch, gefällt uns gut. Und ein lustiger Fakt, also dieses Bett ist tatsächlich größer, als was wir im Iveco hatten. So, wir hoffen, euch hat dieses kleine Vorstellungsvideo von unserem Reisemobil gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Schreibt uns einen Kommentar, wie ihr das findet, ob ihr das auch gern so machen würdet. Ja, und dann zeigen wir euch noch ein paar Eindrücke von hier, aber das war's dann auch schon. Es gibt hier jetzt kein explizites Türkei-Video. Das hier soll für uns Urlaub sein und nicht Arbeit. Also, dann bis zum nächsten Mal. Da geht's dann nämlich weiter auf der Baustelle. Wir waren jetzt unten im Tal, direkt bei unserem Fahrzeug runter ins Tal. Im Tal entlang gegangen zwischen den Felssäulen. Und hier sind wir wieder hochgeklettert. Das war wirklich eine Klettertour, das war nicht ohne. Aber jetzt haben wir es geschafft und das war es somit mit den Einblicken. Musik